Oh, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo wir waren. Wie sind wir denn hier hingekommen? War das hier... What? Landehydraulik. Wir sind ziemlich weit unten. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen lauter machen, ne? So. Kurz gucken. Ah. Okay. Oh, verdammt. Okay, so nicht. Überall hin. Kann ich das auch? Ah, okay. So. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Hast du was gefunden? Hi, Play on Station TV. Na? Alles gut? Willkommen im Chat. Wir zocken hier noch ein bisschen Star Wars Jedi Survivor weiter. Gerade angefangen, muss mich gerade mal zurechtfinden, wo wir überhaupt waren, wie wir da hingekommen sind. Aber ich meine hier. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie es weitergeht. Au. Hörst du auf. Jetzt. Hallo? Ja, ich bin doch. Naja, muss. Ja, bald kommt ja. Star Wars Outlaws. Ich meine 20. August. Und wollen wir direkt weitermachen, ne? Ist klar. Geht das nicht, während ich... Warte mal. Ne, aber so geht's, okay. Hoppala. Ich denke, das wird ganz cool. Also, was ich bisher so gesehen habe. Gut, grafisch ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das gibt was richtig Geiles. Alter, warum... Ah, jetzt. Storymäßig weiß ich nicht genau. Also, so wie es aussieht, wird das ja wohl Open World werden. Missionen erfüllen, bla bla bla. Also vermutlich ähnlich wie Jedi Survivor. Ja, von daher... Ich sehe dem Ganzen mal positiv entgegen, bin mir aber nicht so sicher. Weil, wenn man sich die Trailer anguckt und auch die Technik-Reviews von Digital Foundry und so, das wird bestimmt super. Und da traue ich der Sache dann halt nicht so ganz, ne? Ich bin dann gerne mal enttäuscht. Und das kann natürlich dann da auch der Fall sein. Ah, guck mal, da muss ich hoch. Schauen wir mal. Ah, hier kann ich aber auch hoch. Okay, dann gehen wir erstmal da gucken. Da ist bestimmt was versteckt. Oder auch nicht. Ja, hier komme ich nur wieder zurück. Ja, in letzter Zeit höre ich eher auf Streamer, die das vorzeitig spielen. Ja, ja, absolut. Absolut. Das macht mehr Sinn. Ach, guck mal, da hinten liegt was. Ah! Ich dachte, ich kann mich da festkrallen. Verdammt. Ah! Ja, natürlich muss man dann halt gucken, dass man auch einen Streamer hat, der den gleichen gleichen Präferenzen hat wie man selbst. Ja, das ist natürlich ultra wichtig. Oh, nein! Oh Gott. Wow. Ah, verdammt. Aber meistens kann man ja dann da drauf vertrauen. Man hat ja seine Leute. Alter. Warum ist das so weit? Ja, das kommt ja direkt in den Game Pass, ne? Zum Release. Das heißt, wir werden das dann auch direkt zocken.
Oh Gott, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Und dann bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Ja, Geschmäcker. Die können so verschieden sein. Deswegen, also, wenn du einen Streamer hast, den du schon länger folgst und wo du dann rausgefunden hast, okay, der hat tatsächlich so den gleichen Geschmack wie du selbst, dann denke ich, kann man auf die Meinung schon zählen. Wow. Oh, krass. Ja. Also ich habe gemerkt, gerade hier bei dem Spiel sind wenig Zuschauer, also wirklich wenig Zuschauer, sei es hier auf Twitch oder sei es auf YouTube. Ich weiß nicht. Entweder ist es zu alt oder es ist halt einfach nicht spannend genug. Keine Ahnung. Klar, in der ersten Woche von dem Outlaws wird der Hype bestimmt groß sein. Und da muss man mal gucken, wie sie es entwickelt. Also ich bin wirklich gespannt, ne? Bin wirklich gespannt. So. Wow. Oh Gott. Och du Scheiße. So, bin wieder da. Kurz vom Herzinfarkt, aber ich bin wieder da. So. Gehen wir da mal hoch. Gehen wir mal weiter gucken. Oh nein, nein, nein. Ich muss an die Wand springen. Verdammt. Oder? Ist da noch was? Wie soll das denn? Das geht doch gar nicht. Ohne was zu klettern? Habe ich was übersehen? Nee, ne? Ja. Das können wir, das können wir. Okay, Versuch macht klug. Nee, so nicht. Hä? Ich schaue mal in die Nischen rein, weil ja viele große Streamer meist alles neu streamen, es sei denn, ich mag das Spiel selbst sehr. Ja, klar, klar. Und was halt auch oft bei größeren Streamern so ist, ah, jetzt kommt Werbung. Okay. Warten wir mal bis nach der Werbung, dann erzähle ich dir was. So lange trinke ich was. Prost. Lecker. Ja, genau. So. Wie zum Geier, ob wir von hier da dran springen können. Ja, sicher. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Ich denke, das muss ich. Aha. Wow. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Oh, ums Eck springen. Wie war das denn noch mit dem nach vorne stoßen? Verdammt. Ah, geht doch so. Trotzdem mal eben gucken. Ah ja, okay. Hab den Knopf gefunden. So, hier war auch noch was. Was? Ach so, nee, das ist das andere. Okay. Bam, 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 bam. Ob das reicht? Aber gerade so. Gerade so. Komme ich hier rum? Nee. Oh, das ist aber jetzt nicht schön, ne? Bang. Tudum. Aktivieren.
So, da haben wir unsere Abkürzung. Da sind welche. So, was wollt ihr hier? Oh Gott, Alter. Okay. Tadam. Gehabt. So, wieder zurück aus der Werbung. Bei großen Streamern muss man halt aufpassen. Die haben halt gerne Placements. Ne? Dadurch kriegen die Vorabversionen, wo sie dann halt bewerten sollen. Kriegen natürlich ordentlich Geld dafür. Und müssen halt dementsprechend dann schon gucken, dass sie wenn es dir nicht gefällt, eher neutral bleiben. Und das ist halt immer das Gefährliche an der Meinung. Das kann funktionieren. Bei vielen wird es auch funktionieren. Aber andere... Oh, scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder rüber? Aber andere haben vielleicht die Problematik, dass sie nicht frei ihre Meinung äußern können. Und da gebe ich dir recht, da macht es viel mehr Sinn, bei kleineren Streamern reinzugucken. Weil die haben kein Placement, die... Hoppala. Die machen das aus Spaß an der Freude und du kriegst eine 100% ehrliche Meinung. Also ich denke, das ist schon wichtig. Alter, was habt denn ihr vor? Was ist denn eure Mission hier? Okay. Erst das, dann das, dann so, so. Boah. Wow. Siehste, Tomb Raider. Bei Tomb Raider hat man doch fürs Leben gelernt, ne? Bam. So. Das Leben und die Welt bei den Menschen. Oh, oh, oh. Ah. Zerstückelt und in Scheiben. Ah, nur ein Schluck trinken. Wenn ich nur... Du fühlst. So. Check den Shop. Tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Jetzt auch in schwarz die Tasse. Oder nur noch in schwarz. Unter anderem. Danke. So. Hier ist kein Durchkommen. Da ist kein Durchkommen. Ah ja, Kletterpartie. Natürlich. Klettern machen wir ja gern. Ist da was? Oh, guck an. Diese Tür bewegt sich nicht. Unser Ausgang. Ich werde noch nicht sterben. Abwarten. Unmöglich. Ich kann den doch auch. Geht das nicht? Machen wir so. Halt, was für Blocken hier. Oh, wow, wow, Digga. Oh, ist doch lauter. Deine Zeit ist um. Ihre Zeit ist um. Das ist nämlich ganz schön nervig beim Schneiden für YouTube. Da musst du noch jede Menge Filter drauflegen, damit die Lautstärke einigermaßen passt. Da ist es so dann doch schon besser. Das Beste an der Macht. Batsch, batsch. Ja, genau. Das fand ich bei Teil 1 fand ich das so geil. Oder einfach dann, ne, später warst du dann so aufgelevelt, das haben wir die Leute ergriffen, hast weggeschubst. Rechts, links, hoch, runter, überall hin. Mega geil.
Soweit bin ich hier noch nicht. Also ich kann hoch und runter. Aber das Wegschubsen. Dort? Dort, kannst du mich hören? Also entweder kann ich es nicht oder ich habe vergessen, wie es geht. Das kann auch sein. Wir müssen außer Reichweite sein. Oder das kann auch sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. So, Lautstärke müsste jetzt aber passen, ne? Wir allein weiter. Ist nicht mehr ganz so laut. Da was versteckt? Nee. Okay. Das ist aber ein Level A, da musst du schön die Macht präsentieren. Ist super, okay. Perfekt, danke dir. Optimal. Ja, aber das kann schon viel Zeit in Anspruch nehmen, die Lautstärke im Schnittprogramm anzupassen. Ne, mit dem Limiter und Dynamik. Effekte. Das kam mir laut vor jetzt. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Ah, genau. Wir sind ja noch in dem abgestürzten Raumschiff. Warte mal. Ja, ne, das war etwas lauter. Komm, ich mach's jetzt ein Ticken leiser. Oh, das war zu viel Ticks. Ich denke, so könnte es funktionieren. Ja, oberer gelber Bereich beim Schwert zücken. Klingt doch ganz gut. Ist aber scheiße, wir waren hier schon mal. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir lang sind. Wir haben zwischendurch Callisto-Protokoll gezockt. Eine Woche lang, wir haben es durchgezockt. War jetzt am Montag, haben wir es fertig gemacht. Und jetzt habe ich in der Zeit schon wieder vergessen, wo wir hier waren. Spookalicious, moin moin. Auch wieder da. Alles gut bei dir. So. Oh. Oh. Sieht aus wie der Reaktorkern vom Todesstern. Ah, ein Gegner. Hätte ich da nicht. Doch, da hätte ich einfach lang gehen können. So. Hoch, runter, links, rechts, Dreieck. Klingt nach Mortal Kombat. Finish him. Platt hier. Oh nee, ne? Ich wollte auf den drauf hüppen. Ah, jetzt kommt er. Ziel in der Luft. Okay, das scheint nicht gewollt zu sein, dass man da runterkrabbelt. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Tun wir nicht, aber hier durch. Ja, soweit ganz gut. Ja, Geburtstag gut überstanden tatsächlich. Habe auch gar nicht so viel getrunken. Also nicht mein Geburtstag, ne, PlayStation, das war von meinem Cousin der Geburtstag. Doch einen Druiden zu schicken, statt nicht viel getrunken, aber sehr lange wach gewesen, was ich nicht mehr so gewohnt bin. Und habe dann den Rest des Abends sehr viel Zucker konsumiert. In Form von Fanta, Cola, Mezzomix. Ich bin dann um 5 Uhr ins Bett um 10 bin ich wieder aufgestanden. Hab solche Kopfschmerzen gehabt. Mir war schlecht. Dann war das Wetter noch über 30 Grad und schwül. Also richtig, richtig schwül. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Da ist dann der Sonntagsstream ausgefallen. Das hat nicht funktioniert. Gut gemacht, Ravis. Eieiei. Aber war cool. War echt cool. Paar Leute mal wieder getroffen, die ich schon mindestens ein Jahr nicht mehr gesehen habe. War geil. Ich weiß, wo Santari den immer wieder cool, Kompass solche hat. Events. Dagon. Ja, war nice. Na, ging am Sonntag dann gar nichts, ne? Erst dann so ein bisschen rumgesessen wenn auf der Couch.
bisschen YouTube geguckt und Netflix und so ein Kram. Was dann, alter Freund? Und mir wurde immer schlechter und immer schlechter. Dann habe ich gedacht, die Galaxis hat sich verändert. Ich hol mir mal einen Eimer, so vorsichtshalber. Habe ich mir mal einen Eimer Grün neben hingestellt. Da war es dann schon 14 Uhr oder so. Und dann ist mir eingefallen, Alter, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Habe ich was gegessen und war wieder alles okay. Aber bis dahin ging es mir gar nicht so gut. War ein bisschen unangenehm. Bevor ich gehe, dann macht sie es halt bemerkbar, aber definitiv. Nein. Ich sag ja auch immer, bis 35 kannst du machen, was du willst. Und dann fängt es an, dass man das nicht mehr verträgt, wenn man was trinkt, es nicht mehr verträgt, wenn man mal eine Nacht durchmacht oder so. Und das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Jetzt bin ich 44, jetzt müsste ich wieder üben, tatsächlich. Ja, so eine Sache.